Der dritte Teil unserer Ausführungen zu den natürlichen Treibern des Klimawandels beschäftigt sich mit biotisch-klimatischen Rückkoppelungen. Die Quellen, aus denen ich hier auch textlich weitgehend zitiere, sind im Folgenden aufgeführt. Zuletzt möchte ich eben die umfangreichen und komplexen Rückkopplungen zwischen der belebten Welt, also der Biosphäre, und dem Klima erläutern. Das aus dem Meer entstandene Leben auf der Erde hat vor allem in der geologischen Vergangenheit für die Zusammensetzung der Atmosphäre eine entscheidende Bedeutung gehabt. Ursprünglich bestand die Atmosphäre im Wesentlichen aus Kohlendioxid und Stickstoff. Erst die primitiven Algen der Urmeere ersetzten mit Hilfe der Photosynthese das Kohlendioxid, soweit durch Sauerstoff das höhere Leben möglich wurde. Auch heute liegt die klimatische Bedeutung der Biosphäre, zu der auch der Mensch gehört, vor allem in ihrem Einfluss auf die Chemie der Atmosphäre. Das Phytoplankton der Meere wie die Pflanzengemeinschaften auf dem Land steuern entscheidend den Kohlenstoffkreislauf. Bei der Photosynthese entziehen die Pflanzen der Atmosphäre bzw. dem Meereswasser ständig Kohlendioxid, das bei der Atmung und der bakteriellen Zersetzung der Pflanzen sowie durch Brände wieder frei wird, bzw. durch Absinkvorgänge im Meer auch ganz der Atmosphäre entzogen werden kann. Auch die Konzentration von Methan und die Stickstoffoxid, die in der Atmosphäre ebenfalls als Treibhausgase wirken, wird teilweise durch Prozesse in der Biosphäre gesteuert. Methan entsteht auf natürliche Weise, vor allem durch anaerobe Zersetzung von organischem Material in Feuchtgebieten. Die Entstehung von Distickstoffoxid wird stark durch die Aktivität von Bakterien im Boden und in Gewässern beeinflusst. Die Intensität des natürlichen Treibhauseffekts ist daher auch stark von Prozessen in der Biosphäre abhängig. Die Biosphäre besitzt aber auch einen direkten Einfluss auf das Klima. So ist die Bodenbedeckung für die Windverhältnisse und den Wasseraustausch mit der Atmosphäre wesentlich mitverantwortlich. Gegenüber einer Wüsten- oder Steppenoberfläche bremst zum Beispiel Wald erheblich die Windgeschwindigkeit in Bodennähe. Auch die Wasseraufnahme, Wasserspeicherung und Verdunstung unterscheiden sich bei einer waldbedeckten Fläche erheblich von Flächen mit geringer Vegetation. Bei Niederschlag nehmen größere Wälder verhältnismäßig viel Wasser auf und verhindern das direkte Abfließen oder das Versickern in den Boden. Das aufgenommene Wasser können Wälder durch Verdunstung auch wieder an die Atmosphäre abgeben und damit die Niederschlagstätigkeit beeinflussen. Durch die Verdunstung der Wälder wirken sie abkühlend auf ihre Umgebung, absorbieren meist jedoch mehr Sonnenlicht als der bloße Boden oder gar als Schnee. Je nach Ort kann der eine oder andere Effekt überwiegen. Oft wird das Klima auch größerer Regionen, zum Beispiel des Amazonasgebiets oder der borealen Breiten, erheblich durch den Waldbestand mitgeprägt. Ich werde im Folgenden versuchen, das aufzuzeichnen. Wir sehen hier einen Teil der Erdoberfläche, ein Wüstenterrain, ohne Vegetation. Im Vergleich dazu haben wir hier einen Wald. Was geschieht nun mit der Einstrahlung? Das Wüstenterrain wird sich stark erwärmen, denn die Einstrahlung geht direkt auf den Boden. Es kann keine Kühlung durch Verdunstung stattfinden und der Boden und die bodennahe Oberfläche erwärmt sich sehr stark. Dadurch wird das bisschen Wasser, das in diesem Wüstenterrain vielleicht noch gespeichert ist, auch aus dem Boden herausgesaugt gewissermaßen und verdunstet. Im Gegensatz dazu wird am Wald ein Großteil der einfallenden Strahlung und die Erwärmung dadurch kompensiert durch die Transpiration, durch die sozusagen biologische Verdunstung dieser Wälder. Das heißt, die Oberfläche erwärmt sich nicht so stark, das Klima wird feuchter, das Lokale, und die Bedingungen dort für das Überleben von Pflanzen sind günstiger. Im Gegensatz zu dem Wüstenterrain, wo die lokale Erwärmung sehr stark ist und damit eben auch die Bedingungen für die Etablierung weiterer Vegetation noch schlechter werden. Die terrestrische Vegetation als Teil der Biosphäre steht durch photosynthetische, transpirative und respirative Prozesse
und über Oberflächenreflexion bzw. Absorption in direkter Wechselwirkung mit der Atmosphäre und spielt daher eine wichtige Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf und in bodennahen Energie-, Impuls- und Wasserflüssen. Lange Zeit wurde der Vegetation in Bezug auf die Klimaveränderungen und Schwankungen der Stellenwert eines Klimaindikators zugeschrieben, der lediglich auf Schwankungen im Klimasystem reagiert. So ging beispielsweise Alexander von Humboldt davon aus, dass die Entstehung der Sahara nur auf geophysikalische Prozesse zurückzuführen sei. Er hat angenommen, dass die Vegetation vom Ozean fortgespült worden war. Heutige Berechnungen zeigen jedoch, dass die Entstehung der Sahara nur durch die Ergänzung bisheriger Klimasystemmodelle um die Komponente der Vegetation realistisch nachmodelliert werden kann. In diesen modernen Klimasystemmodellen wird daher eine Wechselwirkung der Vegetation mit anderen Faktoren des Klimasystems einbezogen. Die terrestrische Vegetation als Teil der Biosphäre beeinflusst also maßgeblich das lokale und globale Klima heute und in der Vergangenheit. Innerhalb des Klimasystems wechselwirkt die Vegetation durch biogeochemische und biophysikalische Rückkoppelungsprozesse mit der Atmosphäre. Biogeochemische Rückkoppelungsprozesse sind die Wechselwirkungen zwischen der Vegetation und der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre. Wechselwirkungen zwischen der Vegetation und bodennahen Wasser-, Energie- und Impulsflüssen werden als biophysikalische Wechselwirkungen bezeichnet. Änderungen bei beiden Wechselwirkungen werden durch externe Einwirkungen auf das Klimasystem, beispielsweise durch Veränderungen der Erdumlaufbahn, die wir zum Teil ja besprochen haben, initiiert. Dies sind zum Beispiel die Milankovitch-Zyklen, der Vulkanismus oder die anthropogenen Treibhausgaseinträge. Sie können zu positiven oder negativen Rückkopplungen führen. Während biogeochemische Rückkopplungen überwiegend globale Auswirkungen haben, führen biophysikalische Rückkopplungen zunächst zu regionalen Klimaänderungen, die aber auch globale Ausmaße annehmen können. Wir sehen also, dass das Klimasystem der Erde von vielen natürlichen Faktoren beeinflusst wird. Die hier genannten Faktoren sind nicht vollständig, aber sie geben einen Überblick über die Komplexität des Klimas und über vielfältige zu berücksichtigende Rückkoppelungen, auch ganz ohne den Einfluss des Menschen.